Unsere Themen: Asoziales Netz, Hasstiraden in den sozialen Medien, Leben mit der Ölverschmutzung im Niger-Delta. Was passiert im Körper beim Fasten? Herzlich willkommen bei Nano. Es gibt Menschen, die haben offenbar nichts Gescheiteres zu tun, als ihrem Hass im Netz freien Lauf zu lassen. Ein User schrieb zum Beispiel auf die Facebook-Seite eines jüdischen Komikers: Du verdammter Bastard, dich sollte man an die Wand stellen und lachend abdrücken. Solche und noch schlimmere Kommentare finden sich immer wieder in den sozialen Netzwerken. Meistens sind sie anonym. Es genügt ein Witz, ein politisches Statement oder eine Überschrift, um solche Hasstiraden zu provozieren. Nano wollte wissen, warum es der Hass im Netz so leicht hat und was wir dagegen tun können. Das digitale Grauen. Auf Facebook und Co. scheint sich ein einig Volk von Hassern zu treffen. Drecksack und Gaskammer sind harmloses Getipse. Hier wird Tod und Verwünschung propagiert. So lützert man dafür Metzger. Lasst uns diese verdammten Mohammedaner global ausrotten. Tod euch alle. Geht dahin, wo ihr herkommt. Sprengt sie alle in die Luft. Sind die sozialen Netzwerke zu asozialen Netzwerken verkommen? Es gibt eine gesellschaftlich beförderte Enthemmung, die man da beobachten kann. Ich habe nahezu keine großen Hürden zu nehmen, wenn ich etwas veröffentlichen will. Im Netz gibt es eine Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, je radikaler eine Meinung ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt sie. Philipp Wampfler ist Kantonsschullehrer und Social-Media-Experte. Er hat einen Leitfaden für Schulen zum Umgang mit den sozialen Netzwerken geschrieben und weiß, man trifft ihn überall. Es gibt keine Internetseite, die von Hasskommentaren verschont bleibt. Ganz krasse Statements, die auch Tabus brechen, bekommen Aufmerksamkeit. Sie funktionieren auch deshalb, weil Leute auf sie reagieren, sie aufgreifen und vielleicht auch gezielt dorthin gehen, wo es solche Kommentare gibt. Es ist fast eine Art von Meinungspornografie, die hier abläuft. Sich mit Hasspostings überbieten, als würde man seine hässliche Seite, seine wüste Fratze in der digitalen Welt ausführen. Jeder kann jederzeit Hass verbreiten, denn das Internet ist ein Teil unseres Lebensraums geworden. Ob am Computer oder beim Warten auf den Bus, man ist online. Er beschäftigt sich mit unserer Gesellschaft und wie darin zu leben sei. Dieter Thome, Philosoph an der Universität St. Gallen. Was er im Internet entdeckt, sei ein ganz neues soziales Leben. Die sozialen Medien sind eigentlich wie so ein Stammtisch 2.0. Man denkt, man ist unter sich, unter seinen Freunden und kann seine private Meinung sagen. Alle sind einverstanden, alle sind am Schluss betrunken. Aber eigentlich ist es in diesem Fall so, dass sich um diesen Stammtisch, um diesen privaten Raum die ganzen Menschen scharen, die dann vernetzt sind mit dir. Und dann wird plötzlich das, was du irgendwann mal sagst, so ein Ruf, der dann als Hassruf in die ganze Welt hinausschallt. Hassrufe gegen andere politische Meinungen, aber vor allem gegen Ausländer und Andersgläubige, besonders haarsträubend die Hetze gegen Muslime. Der Mechanismus ist simpel. Jemand postet zum Beispiel ein Video von einer Frau in einer Burka und dann wird losgehasst. Stefan Homer erforscht die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Der Internetsoziologe sagt, uns fehlen die Umgangsformen im digitalen Raum. Solange wir tatsächlich keine vernünftigen sozialen Regeln haben, trägt das Ganze natürlich nicht im positiven Sinne zur Gesellschaftsbildung bei oder zum Verhalten in unserer Gesellschaft. Wir müssen also darauf achten, dass wir natürlich das, was wir auch viele Jahre versäumt haben, schnellstmöglich nachholen. Also versuchen, da einen Umgang zu finden, der auch tatsächlich der technischen Entwicklung gerecht wird. Da mangelt es momentan eklatant. Ein Mangel an Verantwortungsbewusstsein. Die Hassposter verstecken sich oft hinter Pseudonymen, setzen sich eine virtuelle Fratze auf und versprühen mit kleinstem Aufwand beißendes Gift in der Gesellschaft. Was gehört zur Politik? Was gehört zur öffentlichen Debatte? Da gehört dazu, dass man sich in die Augen guckt und dass man eben zu dem steht, was man gesagt hat oder auch was man tut. Und beides ist ganz wesentlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben und für unsere Demokratie. Dass man dem, mit dem man sich auseinandersetzt, anschaut und dass man zu dem steht, was man sagt. Soziale Netzwerke sind halböffentliche Räume. Fehlt es an Gesetzen?
Sollte die für das Internet so wichtige Freiheit beschnitten werden? Ich bin überzeugt davon, dass das vorrangig und am besten über soziale Möglichkeiten geschieht, also nicht nur oder auch nicht vorrangig über Gesetze oder technische Sperren oder entsprechende Lösungen. Das kann man immer wieder umgehen. Das haben wir jetzt auch in der Vergangenheit gesehen. Das hält niemanden so wirklich auf. Wir müssen aber als Gesellschaft tatsächlich uns viel intensiver mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Genauso wie wir im Alltag auch gewisse Verantwortung übernehmen. Wo halten wir das noch aus? Wo machen wir mit? Genauso müssen wir online vielleicht ein Bewusstsein entwickeln. Und ich glaube, das geht nur von unten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier eine Art Regierungslösung geben könnte, die den Hass im Internet abschalten kann. Abschalten kann nur jeder Einzelne, indem er Hass nicht toleriert. Soziale Netzwerke funktionieren auch in dieser Richtung simpel. Was keine Aufmerksamkeit erhält, verstummt schnell. Nicht verstummt, und das ist so wichtig, waren dagegen die Fischer und Farmer im ölreichen Niger-Delta. Sie hatten das Durchhaltevermögen, nach einer schweren Ölverschmutzung den Shell-Konzern auf Schadenersatz zu verklagen. Anfang dieses Jahres kam dann diese Nachricht. Der Ölmulti zahlt in einem außergerichtlichen Vergleich eine Entschädigung. Umgerechnet 70 Millionen Euro. Die höchste Summe, die wegen einer Ölpest in Nigeria je ausgehandelt wurde. Das klang wie ein Erfolg. Nano hat sich vor Ort angesehen, wie es den betroffenen Menschen denn jetzt geht. Das Öl ist überall. Die Menschen im Bodo Creek hausen im Öldreck. Er macht sie krank. Und schuld daran, sagen sie, sei der holländische Ölkonzern Shell. Sie zogen vor Gericht. 3 Jahre lang wurde gefeilscht. Anfang Januar gab Shell nach. Zahlt 70 Millionen Euro Schadensersatz. 20 Millionen bekommt die Gemeindeverwaltung, der Rest geht an knapp 16.000 Menschen im Bodo Creek, macht 2.800 Euro pro Kopf. Die Leute in unserem Dorf sind glücklich darüber. Trotzdem, die Entschädigung ist natürlich völlig unzureichend, verglichen mit dem finanziellen Schaden, den wir erlitten haben. Es geschah im Dezember 2008. Damals spuckten leckgeschlagene Ölpipelines der Firma Shell über 10 Millionen Liter Rohöl aus. Nach 3 Monaten erst wurden die Lecks geschlossen. Da war es längst zu spät. 600.000 Hektar Mangrovenwald sind tot. Über 6 Jahre ist das jetzt her und noch immer rosten die Bohrtürme in den Flussarmen des Niger-Delta vor sich hin. Es waren Umweltschützer wie Ebiaridor Kentebe, die die Fischer im Bodo-Flussarm ermutigten, den Schritt zu wagen und Shell vor einem englischen Gericht auf Schadensersatz zu verklagen. Normalerweise wäre hier alles saftig grün. Die Gemeinden der Gegend lebten vom Fluss. Es gab früher jede Menge Wassertiere, wie Krabben, Krebse und Fische. Dann kam die Ölkatastrophe und das Öl hat alles zerstört. Schaut es euch an, jedes Leben ist von hier verschwunden. Shell gestand zwar den Fehler im Bodo-Fluss ein, behauptete jedoch, die Hauptschuld an der Umweltkatastrophe im Niger-Delta trage nicht der Konzern, sondern die Leute im Delta selbst. Vor 4,5 Jahren waren wir schon einmal hier. Da sah es am Bodo-Fluss noch so aus. Überall an den Ufern illegale Raffinerie. Die Jungs aus den umliegenden Gemeinden holten sich ihren Anteil am Ölreichtum mit Gewalt. Sie zapften die Pipelines an, destillierten aus dem Rohöl Benzin, Kerosin, Diesel. Oft flogen die improvisierten Anlagen in die Luft. Viele der Jungs bezahlten den Job mit ihrem Leben. Shell hat aus dem Öldiebstahl immer Kapital geschlagen. Sie haben behauptet, dass ihre Anlagen nur deshalb leckschlagen, weil die Bevölkerung die Leitungen sabotiert. Die Gemeinden haben es geschafft, dass dieser Öldiebstahl aufhört. Heute kann Shell nicht mehr behaupten, dass die Jungs schuld an der Umweltverschmutzung sind. Sie hatten ihren Teil des Handels erfüllt. Jetzt war Shell an der Reihe. Der Ölmulti bot nach langen Verhandlungen 70 Millionen Euro. Die Fischer akzeptierten. Das Geld soll ihnen helfen, umzuschulen und nach dem Ende des Fischfangs ein neues Leben zu beginnen. Ich will zur Marineschule gehen. Mit der Entschädigung kann ich die Ausbildung bezahlen. Danach hoffe ich, dass ich in der Schifffahrtindustrie mein Geld verdienen kann. Auch Eric Doe würde gerne ein neues Leben beginnen, doch er und seine Familie gingen bei der Einigung mit Shell leer aus. Eric lebt in der Nachbargemeinde am Goy-Fluss.
Der Grund für die Entschädigung in Bodo waren die Öllecks im Jahr 2008 und die haben uns auch betroffen. Wenn irgendetwas in der Gemeinde Bodo passiert, wird sich das Öl später im Goi-Flussarm sammeln und absetzen. Wenn es für diesen Vorfall eine Entschädigung gab, hätte ich sie auch bekommen müssen. Auch Eric hatten wir vor 4,5 Jahren besucht. Damals lebte sein Vater noch, der alte Barisa Doe. In den 70er Jahren hatte der Vater eine Fischzucht und später einen Bäckereibetrieb am Ufer des Niger aufgebaut. Dann kam das Öl, verseuchte Wasser, Boden, Luft. Beide Betriebe mussten schließen. Die Doe's waren die ersten, die Shell auf Schadensersatz verklagten. Doch sie wählten ein Gericht in Holland, der Firmensitz von Shell, und verloren. Die Richter folgten den Argumenten von Shell. Wegen der Wind- und Strömungsverhältnisse sei im Goi Creek nicht eindeutig zu klären, ob für die Verschmutzungen Shell verantwortlich sei oder die örtlichen Öldiebe. Juristische Winkelzüge, die das Lebenswerk des alten Doe zerstört. Nachdem sie ihr ganzes Leben dafür geschuftet haben, bekamen mein Vater und meine Mutter keinen Cent als Entschädigung. Sie starben und das war's. Als mein Vater auf dem Sterbebett lag, sagte er, ich hätte nicht gedacht, dass ich niemals die Früchte meiner Arbeit werde ernten können. Dieses Schild sei das einzige Zeichen dafür, dass die Regierung sich für diese Gegend interessiert, sagt Eric. Und dann zeigt er uns die ehemalige Bäckerei des Vaters direkt am Ufer des Niger. Wegen der Ölverschmutzung hatte die Regierung die Doe-Familie aufgefordert, den Betrieb zu verlassen. Wir fragten, wo sollen wir hin? Wie lange werden wir fortbleiben müssen? Wann können wir wieder zurück? Keine Antwort. Sie sagten nur, wir sollten weg. Die Gegend sei verseucht. Die Warnschilder sind die einzigen Hinweise darauf, dass bald Hunderttausende Hektar gereinigt werden sollen. Das hatten Shell und die nigerianische Regierung versprochen. Bis zu 5 Meter tief ist das Öl in die Fluss- und Uferböden eingesickert. Es wäre die größte Umweltsanierung der Geschichte. Unser Essen ist ölverseucht. Das Wasser, das wir trinken, die Luft, die wir atmen, sind ölverseucht. Der Fisch, das Fleisch, alles ist ölverseucht. Shell hat versprochen, dass sie das Delta vom Öl reinigen werden. Auch aus diesem Grund haben wir uns auf den außergerichtlichen Vergleich eingelassen. Wir hoffen darauf, dass sich Shell auch an diesen Teil der Vereinbarung hält. Umweltschützer Ebiaridor Kentebe glaubt das nicht. Shell tue immer gerade so viel, wie es nach einem Gerichtsurteil tun müsse, sagt er. Seht euch die Bohrtürme an. Die Vereinten Nationen haben Shell aufgefordert, die stillgelegten Anlagen abzumontieren, und zwar sofort. Das war vor 4 Jahren, sagt Kentebe, doch sie stehen immer noch. Die Menschen hier im Delta haben nichts mehr. Wie sollen sie hier leben? Das Öl hat ihnen alles genommen, auch ihren Stolz. Die Würde der Menschen im Niger-Delta muss endlich respektiert werden, sowohl von Shell als auch von der nigerianischen Regierung. Und eines Tages werden die Menschen bekommen, was ihnen zusteht. Wenn Shell nicht bald mit der Ölreinigung im Niger-Delta beginnt, ziehen wir wieder vor Gericht, sagen sie. Wir werden nicht aufgeben, bis in diesem Wasser wieder Fische schwimmen. Ja, die aufgeführten Missstände haben das Niger-Delta zu den am stärksten verseuchten Gebieten der Erde gemacht. Aber ich glaube, die Nigerianer kommen einer weiteren Klage nicht vorbei. Es würde mich überraschen, wenn der Shell-Konzern freiwillig das Niger-Delta von den Ölverschmutzungen befreit. Es gibt neue Hinweise darauf, dass es auf unserem Nachbarplaneten, dem Mars, vielleicht ähnlich ausgesehen haben könnte wie auf der Erde. Astronomen haben auf dem Mars eine tolle Entdeckung gemacht. Der Mars. Seit Jahrhunderten schlägt der rote Planet die Menschen in seinen Bann. Mehr als 30 Missionen sind seit Beginn der Raumfahrt Richtung Mars gestartet, um zu erforschen, ob es jemals Leben dort gab und ob wir Menschen dort überleben könnten. Kein fremder Planet wurde bislang besser erforscht. Vor ein paar Milliarden Jahren sah er vermutlich so aus. Ein bisschen wie die Erde. Auf ihm war es warm und feucht. Dann verwandelte sich der Planet in die Stein- und Sandwüste, die er heute ist. Trocken und kalt. Warum es zu diesem Wandel kam, versuchen die 2 aktuellen Mars-Missionen herauszubekommen. Die eine, MAVEN, wurde vor gut einem Jahr zum Mars geschickt. Mittlerweile kreist sie um den roten Planeten und führt Messungen durch. Die andere ist Curiosity, der Mars Rover.
Er soll auch untersuchen, ob Menschen künftig auf dem Mars überleben könnten. Jetzt haben Wissenschaftler wieder etwas entdeckt, das sie staunen lässt. Riesige Wolken, die sich auf eine Höhe von bis zu 250 Kilometer ausdehnen. Sie sind viel höher als die bislang bekannten Marswolken, die nur 100 Kilometer hoch werden. Die Forscher suchen jetzt nach Erklärungen. Eine Vermutung? Extrem niedrige Temperaturen auf dem Mars führen dazu, dass Kohlendioxid oder vielleicht auch Wasser kondensieren und diese Wolken bilden. Wolkenformationen gibt es auf vielen Planeten und Monden unseres Sonnensystems. Am bekanntesten ist der große rote Fleck des Jupiters. Ein riesiger Wirbelsturm in einer Atmosphäre aus Wasserstoff, Helium, Ammoniak, Methan und anderen Stoffen. Spektakulär klingt die Mission, die die US-Raumfahrtbehörde jetzt vorgestellt hat. Die Amerikaner haben es auf den Saturn abgesehen, genauer auf einen seiner Monde, auf Titan, den größten der 62 Saturnmonde. Auf ihm gibt es große Seen und die sind vermutlich mit flüssigem Methan gefüllt. Diesen Seen will die NASA auf den Grund gehen, und zwar wortwörtlich mit einem U-Boot. Angetrieben von einer Atombatterie soll es 90 Tage lang den größten See erkunden und nach dem Auftauchen die Messdaten an die Erde senden. Bis es soweit ist, dauert es aber noch ein Weilchen. 2040 soll das U-Boot erst auf Tauchstation gehen. In 80% der Fälle ist es menschliches Versagen, wenn es in der Luftfahrt zu Zwischenfällen kommt. Diese hohe Zahl lässt sich auch auf die Medizin übertragen. Auch hier müssen unter Stress schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. Und dann muss das Team funktionieren. Anders als in der Luftfahrt werden die Mediziner aber nicht systematisch in Teamarbeit geschult. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie bietet deshalb Trainings an. Und zwar dort, wo die Unfallopfer erst versorgt werden, im Schockraum. Nano war bei einem Training an der Unfallklinik Tübingen dabei. Szenario Start für den Schockraum. Der Notarzt bringt einen 19-jährigen schwerverletzten Motorradfahrer in den Schockraum. Er hat ein Polytrauma, instabile Atmung, eine Beckenfraktur und Verdacht auf innere Blutungen. Doch egal wie schwer die Verletzungen, es gilt Hands off. Niemand fasst den Patienten an, bevor die Befunde nicht klar kommuniziert sind. Alles läuft jetzt wie im Ernstfall ab. Nur das Unfallopfer ist eine Puppe. Trainer Heiko Trentsch beobachtet das Szenario vom Kontrollraum. Der Rest der Kursteilnehmer verfolgt das Geschehen per Livestream. Unter Beobachtung die Teamarbeit. Wie reagiert das Team unter Stress? Wie trifft es Entscheidungen? Wie kommuniziert es? Was haben wir jetzt vor? Wir würden Pelvic Bandage dran machen. Ich würde erst intubieren. Bitte. Also, und dann Airway Space Circulation. Genau. Perfekt. Ja. Sehr schön. Blocken. Bitte. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in einer Routinesituation, die Sie nicht besonders stresst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Fehler machen, bei etwa 1 zu 1000. Das heißt, Sie machen etwa alle 30 Minuten vielleicht einen Fehler. Und wenn Sie jetzt untrainiert in einer stressigen Situation sind, die Ihnen droht zu entgleiten, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit bei etwa 1 zu 10. Das heißt, etwa alle 30 Sekunden machen Sie einen schwerwiegenden Fehler. Das sind Untersuchungen aus der Luftfahrt und die können Sie ganz problemlos in jedes andere komplexe System übertragen, weil Menschen in jeder komplexen Situation an ihre Grenzen geführt werden. Du stehst nur im Weg mit deinem Ellbogen. Auch hier im Team steigt mit dem Stress die Fehlkommunikation. Notebook auf Auto bitte stellen, einminütlich. Anweisungen kommen nicht an. Wie ist der Flug immer noch stand, den wir da haben? Flugzug mal messen. Das war, sollte auch Auto sein, bitte. Minütlich. Gut. Oder es wird nicht klar gesagt, wer was tun soll. Da werden wir um eine Thoraxdrainage nicht rumkommen. Ich weiß nicht, wem er gesagt hat, dass er die Thoraxdrainage machen soll, aber die da hinten machen irgendwas. Da geht er jetzt auch hin. Also er holt sich die Thoraxdrainage jetzt selbst. Ihm geht es nicht schnell genug.
Das muss jetzt zackig gehen. 64. Wir müssen uns doch mal klar machen, was wir haben. Wir haben Pneumothorax, wir haben Blutung im Becken und wir haben Pupillendifferenz. Ich denke, das müssen wir jetzt erstmal neurochirurgisch abklären. Thorax, der Nasche liegt und ist fixiert. Wunderbar. Blut ist bestellt. Ja, jetzt gucken wir mal. Danke. Einfach. Nach 10 Minuten beendet Heiko Trentsch das Szenario. Der Patient ist stabil, das Team geschafft. Man ist ziemlich schnell im Szenario drin und da läuft halt das Adrenalin. Wir hatten viele Menschen hier und es war anstrengend, definitiv. Ist gut, dass es nur eine Puppe ist, muss man echt sagen. Nach Zahlen der Bundesärztekammer wurden 2013 die meisten Behandlungsfehler in der Orthopädie und Unfallchirurgie von Patienten beanstandet. Ähnlich wie in der Luftfahrt schätzt man den Anteil menschlichen Versagens auf rund 80%. Das Problem? In der Luftfahrt gibt es Flugschreiber und Voice Recorder, die einen Absturz exakt rekonstruierbar machen. In der Medizin fehlen solche Instrumente. Deswegen tut sich die Luftfahrt da leichter, wenn sie sagt, wir haben einen Absturz analysiert und jetzt können wir alle Piloten in den Simulator schicken und die mit genau diesem Problem konfrontieren. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, aus CIRS-Systemen, aus Registern Informationen zu bekommen, was sind häufige Fehler, die anderen schon passiert sind, damit wir daraus Szenarien machen können, die dazu dienen können, Leute auf Probleme aufmerksam zu machen, die sie vielleicht noch nicht erlebt haben, die aber vielleicht auf sie lauern und eines Tages dann eben zu einem Zwischenfall führen könnten. Seit 2005 gibt es mit CIRS, dem Critical Incident Reporting System, ein System, in dem Mediziner anonym Zwischenfälle melden können. Explizit wird auch nach menschlichem Versagen gefragt. Doch das System ist weder Pflicht in deutschen Kliniken, noch sind die einzelnen Systeme untereinander vernetzt. Wer aus Fehlern anderer lernen will, muss eben auch die eigenen offenlegen. Für die Tübinger ist das kein Tabu. Wir gehen einfach mal an der Stelle ins Szenario rein und gucken uns mal an, wie sozusagen die Interaktion im Team da gerade so ist. Lass mal laufen, bitte. Der Videomitschnitt legt selbst kleinste Kommunikationsprobleme offen. Die Analyse soll dem Team helfen, sie zu identifizieren und in Zukunft zu vermeiden. Also brauchen wir 3 Leute, um eine Thoraxdrainage zu richten. Was nehmt ihr aus diesem Szenario mit? Mich selbst versuchen, aktiver einzubringen. Laut denken, einfach sagen, wie sieht es bei mir im Kopf aus, immer abchecken. Denken die anderen das Gleiche oder bin ich gerade auf dem Holzweg? Gezielter delegieren, denke ich. Mit und dann auch fragen, nochmal nachfragen, ist es angekommen? Die Kosten für das Training werden für jede Klinik individuell berechnet. Die Tübinger kostet es 15.000 Euro. Sie sehen es als Investition in die Sicherheit ihrer Patienten. Morgen ist es vorbei mit der ausgelassenen Karnevalszeit. Am Aschermittwoch beginnt in der westlichen Kirche die 40-tägige Fastenzeit. Sie geht bis Ostern und soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. Ursprünglich ist die Fastenzeit also eine christliche Sitte, aber auch Nicht-Christen nutzen diese Zeit, um fit und schlank in den Frühling zu starten. Wir zeigen Ihnen, was im Körper beim Fasten passiert. Schönen guten Morgen, hier ist Hans-Josef Jäger. Jetzt sitze ich hier und werde meine Fastenwoche beginnen. Und hier vor mir habe ich ein halbes Glas mit einem speziellen Salz, was dann wohl in den nächsten 2 bis 3 Stunden meinen Darm entleeren soll. Das werde ich jetzt mal genüsslich zu mir nehmen. Zum Wohl! Schon der Beginn der Fastenkur ist eine Tortur für den Körper von Hans-Josef Jäger. Das Abführsalz hält das Wasser im Darm zurück und macht den Stuhl flüssiger. Dadurch regt es die Darmtätigkeit an. In der nächsten Woche wird Herr Jäger seinem Körper noch mehr abverlangen. Denn er will abnehmen. Über 6 Tage wird er seinem Körper die wichtigste Energiequelle vorenthalten. Die Nahrung. Energie gewinnt der Körper aus Fett, Eiweiß und natürlich aus Zucker. Das Gehirn braucht für seine Arbeit vor allem Zucker. Darum hat der Körper auch für magere Zeiten ein Notfallprogramm. In der Leber und den Muskeln hat er Zuckerreserven angelegt. Kommt keine Nahrung mehr im Magen an, nutzen das Hirn und die Muskeln diese Reserven. Allerdings halten die Notvorräte nur kurze Zeit. Spätestens nach 48 Stunden sind die Zuckerspeicher leer. Heute Morgen war mein Gewicht 91,4 Kilo
Und ansonsten, ja, ich esse meine Süppchen weiter den Tag über und dann melde ich mich wieder morgen. Die Kilos purzeln. Allerdings nicht, weil Herr Jäger Fett abbaut. Bisher hat er hauptsächlich Wasser verloren. Die Fettreserven hat sein Körper noch gar nicht angetastet. Daran ändert auch die klare Suppe nichts, von der er sich nun hauptsächlich ernährt. Auch jetzt verteidigt der Körper seine Fettreserven und versucht erstmal, seinen Energiebedarf anders zu decken. Er stellt auf Eiweißverbrennung um. Die Leber kann aus Eiweiß neuen Zucker gewinnen, die sie dann dem Hirn zur Verfügung stellt. Allerdings geht das auf Kosten der Muskeln, die ja aus Eiweiß aufgebaut sind. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn auch lebenswichtige Muskeln angegriffen werden. Etwa der Herzmuskel. Seit 4 Tagen hat Hans-Josef Jäger nur getrunken und klare Suppe gelöffelt. Noch bemerkt er keinen wirklichen Leistungsverlust. Er fühlt sich gut. Sein Körper schafft es, die Grundfunktionen aufrechtzuerhalten. Bisher hat das Gehirn auf den lebensnotwendigen Zucker nicht verzichten müssen. Aber der Körper hat an seinen Reserven Raubbau getrieben. Eiweiß und Zucker kann er zur Energiegewinnung nicht mehr nutzen. Also muss er nun doch ran an den Speck. Er startet die Fettverbrennung. Dabei werden sogenannte Ketonkörper gebildet. Die dienen dem Hirn und auch den Muskeln als Ersatz für den Zucker. Allerdings sind diese Ketonkörper für den Stoffwechsel nicht ganz ungefährlich. Sie sind Säuren und häufen sich im Blut an. Darum versucht der Körper, sie loszuwerden, über die Atemluft und den Schweiß. Die Folge, wer fastet, stinkt. Ich hatte heute einen Zahnarzttermin, auch den habe ich gut überstanden. Meine Frau hat es gestern schon festgestellt, aber heute Morgen auch wieder, dass ich doch relativ starken Mundgeruch habe. Bin dann auf die Idee gekommen, habe nicht nur meine Zähne geputzt, sondern auch dann mit der elektrischen Zahnbürste meine Zunge mal sauber gemacht. Und der Zahnarzt hat wohl alles überstanden, hat jedenfalls nicht gemeckert. Der Mundgeruch ist unangenehm. Allerdings hat Herr Jäger nun endlich erreicht, was er mit der Fastenkur bezweckt hat. Sein Körper hat kapituliert und greift an, was er eigentlich nicht hergeben will. Die Fettreserven. Aus dem Fett zieht er jetzt einen Großteil der Energie, die er braucht. Allerdings schmelzen die Fettpolster eben erst nach 4 bis 5 Tagen ohne Nahrung. Vorher hat Herr Jäger hauptsächlich Wasser und Eiweiß verloren. Hallo, hier bin ich nochmal. Zum letzten Mal. Heute endet mein Fasten. Ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe heute Morgen mich auf die Waage gestellt und hatte 89,2 Kilogramm. 3,5 Kilo hat Herr Jäger in einer Woche Fasten verloren. Sobald er aber so isst wie vorher, wird er wahrscheinlich wieder zunehmen. So wie 80-90% aller Menschen, die eine Diät machen. So viel von uns für heute. Wir melden uns morgen wieder zurück. Bis dann. Tschüss.